So, jetzt hallo und herzlich willkommen bei Was zocken wir heute? Battlefield Hardline natürlich. Viel Spaß beim Spiel und ja, let's go rock'n'roll! Sehr gut. Schaut euch diese herrliche Landschaft ruhig noch ein letztes Mal an, Männer. Sowas werdet ihr für eine ganze Weile nicht mehr sehen. Nicholas Mendoza. Scheiße. Wenn du hier landest, hast du es wirklich richtig verkackt. Pass mal lieber auf deine Waffe auf, Deputy, bevor sie dir einer dieser Herren abnimmt. Korrupte Cops wie dich sehe ich sehr gerne in meinem Bus. Es heißt, das System funktioniert. Genieß die Fahrt, Detective. Alles klar, hier ist es. Okay, das sollte nicht lange dauern. Sollen wir die schnell einsacken und dann essen gehen? Ja, okay. Ich kenne einen guten Kubaner in der Nähe. Ein Kubaner? Junge, Junge, Nick, du läufst keine Streife mehr. Da geht mehr als Bohnen mit Reis. Ernsthaft? Bohnen mit Reis. Ich bestell für dich. Ich hab eine Idee. Ich such den Laden aus, hä? Ich garantiere dir, du wirst nie wieder Matsch mit Pampe essen wollen. Mal kubanisch gegessen? Hey, diesmal gehst du voran, okay? Knallharter Zugriff. Konzentration, Zielperson finden und alle ausschalten, bevor sie zur Knarre greifen können. Ja, hab ich schon mal gemacht. Aber noch nicht mit mir. Okay, dann los. Und leg ein bisschen Bass in deine Stimme. Polizei! Wir kommen rein! Polizei! Keine Bewegung! Die Hände hoch! Die Hände hoch! Ich will die Hände sehen! Langsam zurück und weg Ihr von dem Tisch! Ihr habt euch die falsche Tür ausgesucht. Ne, klick ihn Handschellen an und dann nichts wie weg. Okay. Schön die Hände oben lassen und langsam umdrehen. Langsam. Ganz langsam. Du machst einen Riesenfehler, Mann. Wir sind doch alle. Umdrehen. Ganz langsam. Ohne verdammte Scheiße. Das weißt du ja wohl. Das ist doch ein einziger Witz hier. Morgen früh bin ich wieder draußen, Bulle. Verlass dich drauf. Ach ja? Bei dem guckst du auf mich. Fickt euch! Na, das ist aber schnell eskaliert. Was war das denn bitte?
Hast du die Tür nicht gesichert? Ich mach die Festnahmen. Du solltest hier aufpassen. Ja, ja. Ich such die Leichen. Vielleicht findest du raus, was die vorhatten. Bingo. Was hast du? Brieftasche. Ausweis. Sagt dir das was? Nein. Sagt mir nichts. Schade, dass keiner mehr zum Verhören da ist. Hey, hatte keinen Bock auf Burger, bin zum Kubaner. Der hat Hunger. Hey, stehen bleiben! Los, ihm nach! Los, los! Den hol ich mir! Keine Bewegung! Hände hoch! Das macht alles nur schlimmer! Verdammt! Stoddard! Treppe runter! Los! Zu schweigen. Leck mich verdammt! Oh, den Spruch kennst du schon, hä? Come on.
Nach einer Razzia in einem Overtown-Hotel gibt es 5 tote Verdächtige und eine Festnahme. Das ist diese Woche schon der 4. Zwischenfall mit Drogengewalt in Miami. Wir schalten jetzt live zu einem Sky5-Exklusiv-Interview mit Captain Julian Doss. Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Also kein Kommentar? Es handelt sich um laufende Ermittlungen. Das ist mein Kommentar. Kein Kommentar hieße kein Kommentar. Wo zur Hölle sind alle? Im Drogenkrieg. Hab's im Fernsehen gesehen. Ein echtes 80s-Revival. Morgen ziehe ich den weißen Anzug wieder an. Bitte mit rosa T-Shirt. Stoddard, du kriegst eine Sonderkommission. Mendoza und Dow in mein Büro. Ihr zwei kennt euch? Naja. Gut, dann seid ihr jetzt Partner. Setzen. Mendoza, du hast mehrere Kilo Koks sichergestellt. Glückwunsch. Erklär mir mal, warum Koks gestempelt wird. Als Beweis, dass es nicht gestreckt wurde. Richtig. Den Stempel deines Kokains kennen wir noch nicht. Deinem Fang zufolge stammt es von Tyson Letchford, den Detective Dow schon gut kennt. Bring ihn doch mal für einen kleinen Plausch her. Sir, Mendozas letzter Einsatz, bei allem Respekt, war das reinste Desaster. Ihr macht das schon. Schönen Tag. Ich habe in dem Hotelzimmer übrigens nur getan, was Stoddard wollte. Aber ja, natürlich. Keine Entschuldigung, Detective. Das ist keine, nur Kontext. Was muss ich zu Tyson Latchford wissen? Er vertickt Koks an Bonzen. Deine Festnahmen sind nicht auf Tysons Level. Aber manchmal verschenkt er seine Ghetto-Kumpels von früher. Dann suchen wir mal einen. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hey, pass auf dich auf. Im Drogenkrieg geht's wirklich zur Sache. Ich weiß. Ich habe im letzten halben Jahr 2 Freunde verloren. Wachleute. Ja, hab davon gehört. Tut mir leid. Mir auch. Miami ist ein Drecksloch. Lass uns sauber machen. Stopp unser Job. Genau das hat Stoddard über dich gesagt. Was hat er gesagt? Dass du den Polizeijob liebst. Ihre Windschutzscheibe ist dreckig. Ich mach das schon. Oh Mann, hey, schon Pfoten wieder. Weg von der Scheibe. Okay, okay. Hey, durfte ich, ich meine, durfte ich 5 Dollar kriegen? Ja, ich weiß, ich nenne mir das Schutzgeld. Tut mir leid. Nicht im Dienst. Okay, okay, kein Thema. Wünsche trotzdem alles Gute. Schön aufpassen. Arschloch! Weißt du, ich bin hier ganz in der Nähe aufgewachsen. Echt? Sozialer Aufstieg, hm? Lass mich raten. Du bist vom South Beach. Nein. Nein. Los Angeles. Orange County. Oh. Sozialer Abstieg, hm? Ja. So in etwa. Was ist los? Sicher, was mit Drogen? Suchung, lehn ich ab! Hinreichender Verdacht, Vollidiot, mir egal, was du ablehnst. Hey, Guzman! Wer ist denn das? Unser alter Freund Hux. Hat den ganzen Kofferraum voll mit Hotshot-Shit. Runter! Hux! Wo ist dein Freund Tab? Keine Ahnung, wo Tab ist. Ah, er sucht nach Tab. Ja, weißt du was? Nein, aber sein Freund Briggs, er war mit Tabs Leuten drüben auf der 12. Danke, Guzman. Hast mir geholfen. Sehr gut, Detective. Du bist hier aufgewachsen, aber nicht in Miami geboren, ne? Nein. Havanna. Wow, wie bist du abgehauen? Mit meiner Mom. Ziemlich taffe Lady. Und dein Vater? Keine Ahnung. Hab ihn seit 20 Jahren nicht gesehen. Genau vor dem sind wir ja abgehauen. Ist er noch in Kuba? Ich nehme mal an. Er ist tot. Wer mir war auch egal. Hört sich ja wirklich toll an. Toll war an dem überhaupt nichts, glaub mir. Ja, der Richter hat mir keine Antwort gegeben.
weil ich keine Rechnung habe. Ich meine, wo soll ich denn die verdammte Rechnung herkriegen, wenn ich nicht mehr weiß, wenn ich... Scheiße! So eine Scheiße! Hey. Gibt es hier ein Problem? Das Scheißding geht nicht zu. Viel Erfolg noch. Fick dich! Soll ich Verstärkung rufen, Mendoza? Ja. Die Zentrale soll ein SWAT-Team schicken. Komm, wenn wir mit dem Wagen anrücken, gibt es nur Ärger. Hier 13, wir steigen aus. Die Stadt hat das Viertel abgesperrt. Es gibt nur einen Eingang. So macht man die Leute nur wütend. Der Typ, den wir suchen, hängt hier normalerweise rum. Lange nicht mehr hier. Geh du voran. Darf ich mal ein bisschen heller für dich? Mark, was ist das denn? Nein, mal ein bisschen heller für dich. So, weiter. Deine Hose, Officer. Thomas? Soll ich dich filzen? Ich weiß, was ich bin. Ob du das weißt. Ruben, stopf ihm endlich das Maul. Und pack das hier mit. Moment, ich hab gar keine Tüte. Ich hab keine braune Tüte. Wieso hast du ein Date oder was? Nimm dir ruhig eine ganze Stunde Zeit. Komm schon, mach hin. Vorsicht. Wieso hast du ein Date oder was? Achtung, Alter. Ist unberechenbar. Das ist Schach. Geh du vor, ich kenn den Typ. Na? Hab doch gesagt, das klappt. So läuft's immer bei mir, Baby. Immer und ewig. Ist klar? Ihr habt keinen blassen Schimmer. Keiner von euch, ist klar? Halt! Was soll das denn? Miami PD. Wir hätten da ein paar Fragen. Yo, Detective, wer ist das denn? Mein neuer Partner Briggs. Wir spielen böser Cop, ganz böser Cop. Dein Freund Tab. Wo steckt er? Mann, leck mich! Okay, ganz böser Cop also. Nick, schnapp mich. Sag mir, wo Tab ist, dann bist du uns los. Ist klar. Freund und Helfer am Arsch, ey. Er chillt auf der Couch, okay? Mehr wollte ich gar nicht wissen. Los, Mendoza. Irgendwann kriegen sie dich dran, yo. Ich kenn meine Rechte! Was, lässt ihn einfach hier? Ist das wirklich klug? Nein, aber letztes Jahr wollte er einen Undercover-Cop töten. Scheiß auf dich! Los, Tabs Couch ist in den Arcola-Sozialbau. Da ist er sicher nicht lange. Das sind Tabs Leute. Die dürfen nicht wissen, dass wir da sind. Los, komm!
Das wirst du doch keinem erzählen, oder, Partner? Ich weiß nicht, wovon du redest. Braver Junge. Okay, komm. Okay. Geh durch. Na, besten Dank. Übrigens, der Desaster-Quatsch hat mir leid. Wohl eine haarige Situation. Aber du hast es geschafft. Was hältst du eigentlich von Starlight? Wir waren nur Kurzpartner. Er ist ein Elefant. Er hält sein Kopf. Da ist was runtergefallen. Wenn die Klima kaputt geht, gehe ich zu meiner Schwester. Wenn die kaputt geht, repariere ich die. So wie du den Staubsauger repariert hast, oder die Kamera. Da vorne ist Ted. Aber um an den vorbeizukommen, müssen wir mindestens einen ausschalten. Hast du sie trennen? Ja, okay. Du läuft es eben. Chillen ist scheiße. Das geht nicht, Mann. So eine Kacke. Hey, sag mal still. Da ist was. Hey, war da was? Guten Abend, Tab. Bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wir suchen Tyson. Bist du ihr neuer Partner? Und wie ist Karate mit ihr? Ich mach Krav Maga. Karate ist Esoterik-Scheiß. Du bist krass. Tab und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tab ist nie rausgekommen. Steh auf. Hände auf den Kopf. Hey, Tyson. Tab, wo ist er? Viele Leute suchen Tyson. Ihr wisst doch Bescheid. Er taucht ab. Die Lebenserwartung ist in der Szene gerade nicht so hoch. Wäre schön, wenn du uns sagen könntest, wie hoch genau. Nicht meine Gehaltsklasse, Fidel. Nick, nimm ihn fest. Das wurde auch Zeit. Hallo, geht dir mal sowas einer ab, Bulle? Anfangs ja, und dann wird's öde. Tab. Ich bin schockiert, Alter. Ich hab ein Rezept dafür. Es gibt einen Haftbefehl. Dein Koks versteckst du unter der Mülltonne um die Ecke. Der Kleine, der gerade abgehauen ist, vertickt es vermutlich gerade. Im Ernst, für diese Scheiße ist er viel zu jung. Und deshalb bist du wegen Drogenbesitzes dran. Kapiert? Was soll ich für euch tun? Hey, passt dein Ohrstöpsel? Ja, passt. Und der Sender? Sag mal was. Herr von Stauffenberg. Hey, du Trottel. Du bist nicht von Stauffenberg und auch kein Verräter. Geh einfach rein, schau, ob Tyson da ist und komm wieder raus. Klingt easy. Warum machst du es da nicht einfach selbst?
Nick, such Tab mit dem Scanner. Dein Scanner ist mit allen Datenbanken auf lokaler und Bundesebene verbunden. Schöne neue Welt. Folge ihm mit dem Scanner, damit er es nicht versaut. Tyson, das ist nicht so einfach. Ich muss ein Telefon machen, das machen wir nächstes Mal, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Battlefield Hardline, so, peace.